Und Daniel ist gestartet. Meine Streams fangen entweder mit Jonah mit Daniel an, Alter. Das ist immer zu wild. Ich habe wenigstens immer einen Ehrentitel, Alter. Wenn ich dann irgendwann berühmt bin mit meinen Das 500.000 Zuschauern, Alter, hier. Ja, Junge, da werde ich sagen, hier, der Titel, ne, das ist der Daniel, ne? Der hier, müsst ihr mal rüber gucken, ne? Sonst werde ich euch alle vernichten, ne? Was war das gerade für ein Insider, Daniel? Was für ein Insider? Bist du doof, ne? Ja, ne? Ja, wer ist das? Ich weiß nicht mehr, wer das war. Bist du doof, ne? Soll ich Ne? dich auslöschen, ne? Ach so. Ich liebe es. So, diese Synchron von ihrer Stimme, Alter. Diese Stimme, dieses Aussehen und dann ist der Typ einfach das älteste Wesen, Alter. Ist das Rikudo Zen? Warum spielt der Data, oder? Wieso bin ich der einzige Hokage hier? Halt's Maul, ich bin auch ein Hokage. Nein, ich wäre ein Hokage geworden. Also guck dich doch mal an, du bist viel schwächer als ich. Überhaupt nicht, Digga, du kleiner Nuttenbengel. Die Sache ist, Minato ist auch auf Legenden-Level, aber er ist auf einem geringeren Legenden-Level als Madara in dieser Form. Oh, wo sind eigentlich die Leute? Ach so, ist es ja Flaggenkampfteil, wir sollten doch wieder, Digga, ach ne, unser Team machen es, Ja. okay, auch wieder zurück, Digga, weiter Jawohl. geht's. Ich hol mir jetzt erstmal hier die. Lauf, ich bin schneller als du. Du bist dick und hässlich. Ja. Maulhaltung ist angesagt, du Noten. Die Warte mal, laufen ich. außen rum zu unserer Flagge, ne? Ist nicht dein Ernst. Daniel, geh zurück. Ich bin Ja, schneller, ne? ich kann mich. Soll ich dich auslöschen, ne? Ja. Ich liebe König Zeno. Beziehungsweise der Best. Weißt du, es gibt so geile Ich Titel. wusste es. Der König der Shinobi und dann kommt Zenos Titel. Der König über alles. Das sind alles Low-Levels, Alter. Ja, aber das Ding ist, Und die sind zwar unser nicht Teammate gut. macht das da hinten alleine, weil er den Drachen beschwören kann. Das ist schon geil. Ach, warte mal, Welchen der eine Drachen? ist so low. Den Data-Drachen. Diesen Lebendrachen. Nein, Mach nicht so anstrengend, Digga. Alles Gute, alles gut. Daniel, die holen gerade unsere Flagge. Okay, das ist nicht gut. Digga, deswegen sag ich. Oh nein, nein. Die haben unsere Flagge doch noch nicht Hilfe! mal. Ja, aber weil ich hier die ganze Zeit drauf bin, sie zu beschützen mit meinem verdammten Leben! Oh, aber wir haben Oh, deren hops Flagge. genommen. Jetzt müssen wir aufhalten, aufhalten, aufhalten. Boah, Ja, ey! Superblöd! Hat gerade jeder verschossen? Ja, Ja. ich hab gerade übel verschossen, Oh mein Gott, Jonathan. jeder hat Madara komplett wegverschossen. Oh, er ist tot, okay. Ja. Komm, gönnt euch das Mädchen da hinten. Oh yeah, ich gönn mir jetzt Gött. Das ist eine Trap! Daniel ist realizing, Alter, some shit, Alter. Das ist eine Trap! Ne? Ja, ne? Hier ist Killerbee, ne? Ja. Bist schon hässlich, Die haben ne? unsere Flagge, ne? Nee, haben sie nicht, ne? Bist du doof, Ich bin nicht ne? doof, ne? Hey. Killerbee hat ein paar Teilen Tank. Oh. Ja, Killerbee er ist ist tot, ne? erlegt worden, ne? Ja. Also das machen wir zu unseren Insider. Ja. Scheiße, Mann. Der hat die Schriftrolle, ne? Dann hat Kokabe Kök gemacht, ne? Soll ich dir helfen? Er hat Ne? sich gehalten, ne? Aber nein, der hat YouTube Spam. Ja, die haben hier zu spammen, oh mein Schatz. Ne? Ja. Oh. Ja, hat sich jetzt noch nicht so viel von seinem YouTube Spam gezeigt, ne? Nee, er Mann, ist auch ist der scheiße. doof. Ne? Er will jetzt sterben, ne? Ja, das war's dann. Jetzt ist er tot, Wie heißt ne? der? Smachnija, was auch immer. Bist du ein Ausländer oder was? Irgend so ein Inder. Ach, das ist ja das Mädchen. Hilfe, 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 ne? Daniel, hier ist das Mädchen, ne? Müssen wir mal helfen? Aua. Das ist mir sowas von scheißegal, ne? Ja. Digga. Ich hab Angriffs-Scheiße, ne? Kurz wieder vegan leben, ne? Digga. Nee, niemals vegan, Digga. Ja, vegan ist ja auch der größte Scheiß, ne? Junge, Alter. Stell dir mal vor, jemand würde jetzt auf die Nerven gehen, was Zeno die ganze Zeit macht. Zeno Ja, 3 ne? Sekunden später, soll ich dich auslöschen, Wir ne? haben die Flagge, ne? Aber unser Partner wird gleich getötet, ne? Ja, oh ja. Ist das Hashirama?
Wieso macht er seine Fist nicht? Ist der doof, ne? Null Plan, ne? Ja, ne? Hier kriegst du erstmal meine Hand. Ich hab daneben gesprayt, ne? Ich bin so doof gewesen, hab auch daneben gesprayt, ne? Ja. Nein, ganze Flagge. Nein! Oh nein, ich hab ins Licht geguckt. Ich auch. Oh Gott, das ist so hell, ne? Das ist schmerzhaft, ne? Nein! Aua! Und ich bin sogar in seiner zweiten Ulti reingegangen. Ich wurde sogar noch befreit, Alter, weil der Typ mich rausgeböllert hat, ne? Ich lebe noch, ne? Aber nur ganz, ganz wenig, ne? Stell dir mal vor, du müsstest wieder reinkommen und wir machen das einfach weiter und er ist zur Seite behindert. Ja. Ne? Nein, Hashirama, bitte, ich will wenigstens den Idioten noch töten. Ne? Irgendwie gewinnen wir nicht, ne? Ne, Nosch? Nosch, bist du es? Ich hol jetzt erstmal die Flagge, ne? Ja, und unsere Flagge ist die ganze Zeit hier in Bedrängnis, aber Lust ist da, ne? Das ist mir sowas von Rain, ne? Das ist schon frech von dir, ne? Das nervt dich, ne? Ja, das nervt, ne? Das nervt gewalttätig, ne? Ich weiß nicht, warum du darauf kommst, ne? Die sind einfach so scheiße, ne? Übrigens sind alle Gegner bei mir, ne? Also... Ja, das ist nice, ne? Ja. Könnte dieses Wort bitte in den Duden... Aber ich glaube sogar, ne, ist schon im Duden. Ja, haben wir das geklärt, Alter. Wir haben es geschafft. Sind wir behindert, ne? Not! Haku, sein Ulti. Oh mein Gott, wer auch immer gerade Chirin gemacht hat, hat gerade alles gefickt. Ne? Ich bin jetzt 100 Meter vom Ziel, ne? Wo bist denn du? Oh nein, jetzt hast du noch eine ganze Front voller Gegner vor dir, ne? Warte mal, aber ganz scheiße! Ich kann dir das Mädchen vom Hals halten, ne? Hat ja gut geklappt, ne? Ja, das ist auch nicht das Mädchen, ne? Das mal daran, ne? Bist schon behindert, ne? Ah, oh, Vögel fliegen. Oh Gott. Nein, kurz vorm Ziel! Ich hol die Flamme, wo ist sie? Oh. Ja, die ist hier ganz hinten, Digga. Aua. Nimm das! Fliegender Himmel! Oh, da, die holen unsere Flagge. Oha, oha, oha. Drei Leute auf einmal. Das war schon heftig, ne? Das war richtig heftig, ne? Und ich hol uns jetzt unsere Flagge, ne? Gokami, komm! Er hat Kamui? Woher? Hä? Das ist doch Madara. Ja, aber er hat Kamui! Hä? Er schummelt! ist schon unfair, ne? Ja. Das ist richtig weird, ne? Aua! Stirb, Madara! Madara! Ich bin der bessere Madara! Oh, oh! Bist du das, ne? Ja, bin ich, ne? Wir haben gewonnen, ne? Ich weiß, ne? Junge, weißt du, wenn ich morgen zur Schule gehe, meine Lehrerin sagt, Luis, bist du zufrieden mit deiner Note? Ja, ne? Also ich bin schon ziemlich zufrieden, ne? Wollen wir jetzt eigentlich mal weiterreden, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was wir machen, ne? Können wir jetzt mal im Unterricht weitermachen, ne? Bist du behindert? Soll ich sie auslöschen, ne? Ah, ich würde das so gerne haben, diese Fähigkeiten von diesem wundervollen Typen. Jetzt schreibt mir Marvin, der hat mir einen Snap geschickt. Was hat mir Marvin denn geschickt? Oh, Fitness. Warte, da muss ich auch ganz kurz einen Snap schicken. Schnell zur Handelbank, bon. Wir haben die gerade absolut hops genommen, ne? Ja, ne? Dr. Grando. Ein bisschen pumpen. So. So ein Schwätzer, ne? Was denn? Ach nix, Digga. Also. Ich tu auch immer so, als wenn ich pumpen würde, Digga. Nein, das meinte ich nicht. Ja, ich habe ihm das eigentlich auf seinen Dings geantwortet. Idiot. Ja. Der ist gerade bei Agil Fitness. Ist 38 Kilometer gerade mal von mir entfernt. Auf geht's. Ja. Ich bin Level aufgestiegen. Wo? Oh, bist du das wirklich, ne? Ich bin sowas von, ne? Ich streame jetzt, ne? Kannst du deinen Stream irgendwas mit, ne? Danke, ne? Ja,
Mach ich, ne? Warte. Aber wie schreibt man ne? Ja, ne. Ne. Einfach ne. Ne. Ja, ne. 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 Ein bisschen chinomisch lecker zocken, ne? Aber ich stream das auf YouTube, ist für mich leichter. Mhm. Ich fände es auch besser, wenn du auf YouTube streamst, weil dann werden deine Videos wenigstens hochgeladen. Meine werden zwar auch hochgeladen, aber warte, auf Twitch. Zu Boruto. Shinobi Striker. Zu. Ja, und jetzt hört's schon auf, Digga. Das reicht doch. Ja, ja, genau. Ich müsste mal meine Streams vielleicht hochladen. Das Naruto ja 2, Boruto und Shinobi Striker. Ich will jetzt wissen, ob ich das richtig geschrieben habe. Ja, habe ich. Boah, Glück gehabt. Kontoeinstellung, Stream Management. Das will ich nicht. Ich will eigentlich meine. Warte mal, ich muss das mal auf mein Pet-Ipe. Den Tabs open. Ja, Digga, Maria, du hast es mir angetan. Übertragung starten. Muss jetzt. Ich glaube, du findest den Stream sofort. Mach ich sofort, ich will nur. Meine. Moin, Freunde, jetzt heißt es Road to S-Rang, Mensch. Road to SS. Ne? Meine durchschnittliche Anzahl an Zuschauern ist 0,8. Goldene. Ja, ne? Aber einzelne Zuschauer habe ich insgesamt schon 36, ne? Streamübersicht. Ach so, ja, das. Nee, das wollte ich gar nicht. Achievements. Nee, das wollte ich auch nicht. Ich starte jetzt eine Runde, ne? Ja, mach, ne? Guck mal. Ich muss währenddessen. Ja, ich mach sofort, ne? Ich muss nur ganz kurz Video hochladen, ne? Geil, oder? So, kann ich die einfach alle hochladen? Warte mal, dieser Stream ist wegen Urheberrecht geschützt. Ja, das ist verständlich. Ist ja auch meins. Oh, wow. Ja. Kann ich die jetzt alle hochladen? Ich habe die jetzt alle ausgewählt. Was kann ich jetzt mit denen machen? Alle Videos veröffentlichen, ja. Du bist dabei, all deine Videos zu veröffentlichen. Je nachdem, wie viele Videos das sind, könnte das einigen Zeit in Anspruch nehmen. Alle Videos werden veröffentlicht. Du, ja, damit kein Problem, du. Das sollen sie mal alle hier veröffentlichen werden. Das kann ich Daniel schon mal auf seinem Stream zu gucken, ne? Du musst gucken, wie der Stream heißt, ne? Was auf. Na, Digga, Snapchat ist so viel agiler. Bis auf, dass ich dauerhaft auf die Anrufen-Taste drücke. Aber sonst? Oh, nee, der spielt geil. So, jetzt gucken wir mal, wie dein Stream heißt. Naruto Tuborote Shinobi Striker, ne? Digga. Digga, dieses ne ist leicht confusing, aber einfach zu wild. That's an Insider between Daniel and me. Das ne. Daniel ist der legendäre Madara Uchinshin und ich bin der legendäre Minato Utsunadi, ne? Genau, einfach Italiener geworden. Utsunadi, Alter. Namikaze, Alter. Einfach Namikaze. Baby! Alter, der heißt der Namikaze. Ja, ja, wollte gerade sagen, hä, der heißt doch gar nicht Uzumaki. Ja, ich hab ihn immer. Ja, ich. Wusstest du, dass der Uzumaki heißt wegen der Uzumaki-Rolle? Also wegen der halt, wegen dieser scheiß Rule, die man essen kann, Digga. Richtig. Es gibt ja, die, ne? kann man auch bei sich in die Rahmen reinmachen, Alter. Nein! Boah, ich wurde gerade getreten. Und ich hab hier einen Tatschi, der mich abfällt. Mighty Guy! Mighty Gay! Mighty Gay!
Digga, wieso greife ich eigentlich Gamabunta an? Schlechte Idee. Hä? Wie kann das sein, dass er auf einmal so krank ist? Gukamikok! Wo ist denn der? Ich will ihn töten. Hier bei mir! Nein, du musst ihn dann auch schon treffen, du noch! Ja, kann ich nicht wieder da drin, ist zu Spaß. Nein, er hat seinen Doppelgänger, der explodiert, weg da. Ich wurde gekillt, Alter. Hä, es steht, ich wurde von Itachi gekillt, dabei wurde ich von Gamabunta gekillt. Ja, du wurdest von dem Doppelgänger getötet. Oh, ne? Wow. Das ist aber böse, ne? Ich weiß, ne? Das schmeckt mir jetzt so gar nicht, ne? Ja, du. Das würde mir auch nicht schmecken als Namikaze, ne? Als Namikaze, Alter. Jetzt sagen wir wenigstens nicht mehr Digger. Jetzt sagen wir nur noch, ne? Ich sag trotzdem noch Dicker. Nee, vertrau mir, ne? Das ist aber sowas von weird, ne? Verstehe ich nicht, ne? Er hat sich wieder wegkopiert, ne? Bist du behindert? Wieso kann der sie... Oha. Ich habe ihn gebumst, ne? Vor allen Dingen, er hat sich wegkopiert, ne? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Deswegen habe ich auch gerade sagen, man bist du behindert, ne? Ich bin nicht behindert, ne? Ja, doch. Wieso... Also, warte mal, Moment mal. Ich werd hier zerlegt. Mann, ich treffe einfach nichts mehr. Scheiß Auto-Aim. Mighty Gay. Aua, Itachi greift mich an. Kannst du den mal übernehmen, ne? Ich bin fast tot, ne? Ich bin... Oha. Oha, Daniel hat ein bisschen wenig Leben. Er kratzt ja. am Rande der Existenz. Ich helfe dir, ne? Daniel, ich komm nicht rechtzeitig. Daniel! Rettung deines Lebens, ne? Oh, oh, weg da. Rechtzeitig, Alter. Daniel, was soll denn das? Au, schmerzhaft. Wieso spiele ich eigentlich noch mit dir, ne? Ich weiß auch nicht, ne? Ich bin zwar der Kollege, ne? Aber juckt mich auch Kollege? Gar nicht, ne? Ne? Kollege! Ich hab dich gerade einfach mal suspendiert zum Kollegen, Digga. Also, ne, das ist schon ziemlich behindert von dir, ne? Jetzt mag ich dich nicht mehr, ne? Hä? Hast daneben getroffen! Wie überlebt er das? Hast daneben getroffen, ne? Ja, ein Small, ne? Kannst du doch nicht angehen, Alter. Digga, wie kann die Taschen so abfangen? Wow! Digga, jetzt hat mein Headset eine dreifache Verbindungslinie gehabt, Alter. Ne? Wieso sind wir eigentlich gerade am Verlieren? Wieso sind wir so scheiße? Kannst du mal besser werden, ne? Ich muss besser werden, ne? Ein Spaß. Ein Spaß. Die Gegner müssen mal vielleicht ein bisschen weniger so sortig spielen, Digga. Oha. Darauf mache ich erstmal mal Minato Namikaze Flash. Ich werde hier gefickt, Alter, wenn das gleich so weitergeht, ne? Weil ich alleine bin. Der hat einen HP, ne? Mach ihn kaputt, ne? Jetzt ich weiß noch nicht mal, wo der ist, denn unten. Über mir. Mach ihn kaputt. Naja, oh ja, ja, sehr schön. Aber ich werde jetzt auch kaputt gemacht, ne? Nein, ich wurde kaputt gemacht. Scheiße, ne? Ist jetzt doof gelaufen. Nenn dich nie wieder Ghost of Shinobi, Digga. Das Einzige, was du wirst, du wirst von Frauen geghostet, du kleiner... Hopp. Egal. Ja. Egal. Genommen. Was ist das für eine Schrift? Oh ja. Das macht mich jetzt wild. Wie ein Tiger. Ja. Leute, wie ein Kätzchen allerhöchstens. Bitte was? Nein, er hat die 8 Gate. Huh, Daniel kannst du die haben, bitte schön, viel Spaß damit. Na toll, ich bin richtig in die reingelaufen, Digga. Tolle Sache, Junge, verpiss dich doch. Viel Spaß, ne? Er verfolgt mich. Hier ist Minato. Minato gegen Minato. Oh nein, ich hab den Doppelgänger angegriffen. Ich bin schon ziemlich dumm, ne? Oh mein Gott, dieser niemand. Minato, Daniel. Oh! Huh. Gerade noch so geholt, Digga. Oh, das war schon ziemlich knapp, ne? GG, ne? G motherfucking G. Da muss ich sogar wirklich sagen, GG, weil. Das war knapp. Die Gegner waren echt nicht schlecht. Und das ist ein Low Level. Ich verstehe immer noch nicht, wieso Low Level uns eigentlich so stark die Stirn bieten können. Digga, die wie. Diese Höhe sehe ich noch nicht so ganz. Ach, Marvin hat wieder was geschrieben. Was hat er denn? Keine Ahnung, Digga, warum die jetzt auf einmal so gut sind. Frag mich nicht. Ja, check ich nämlich auch nicht, du. Ach, Mensch. Julian hier, der aktive Boss, immer noch bei sich zu Hause. Er ist ein Carlo. Ja. Naja, ich sag's so, wie es ist. Er ist nicht der beste DLC-Charakter, auf gar keinen Fall. Welcher? Wen haben die hier als besser DLC-Charakter? Die haben Ranking bei den für die besten Shinobi-Striker DLC-Charakter. Ja.
Da zählen die Indoras Pfeil, aber der trifft ja nie. Also wenn ich, also was, also gehen wir jetzt von dem DLC-Charakter an sich aus oder gehen wir von seinen Jutsus, die du dann halt benutzen kannst, rein aus? Nee, wenn, dann würde ich eine Tierliste von den Jutsus machen, der logischerweise. Ja, dann würde ich Madara nehmen, weil das Gokami-Kök einfach viel zu stark ist. Also das ist eigentlich, was das Fernkampf-Jutsu angeht, der stärkste DLC-Charakter. Was die Heil-Jutsus angeht, ist es entweder Ino oder Tsunade. Was die Angreifer-Jutsus angeht, muss Naruto genommen werden. Digga, Naruto, seine Jutsus sind zu stark. Und bei den Verteidigern... Ja, wer bei den Verteidigern? Sasuke ist ganz gut bei den Verteidigern. Aber wer ist der wirklich beste DLC-Charakter? Schwer zu sagen, weil jeder anders mit dem Charakter umgehen kann. Also gehe ich jetzt von dem geilsten Jutsu, würde ich Madara nehmen. Ja. Aber er hat halt keine gute Ulti, ne? Also der größte Allrounder-Charakter, der dann krasse Jutsu ist, das ist Naruto als Hokage. Ich hab vorhin drei Gegner mit meiner Attacke Ops genommen. Also auf engeren Räumen geht das. Weil Naruto als Hokage ist, finde ich, dann doch besser irgendwie. Aber Fallener Himmel ist von Madara auch eigentlich krass, aber irgendwie, ich spiele den Fallenen Himmel nie. Ich auch nicht, weil der wenig hittet, wenn die Gegner, genau. Nur wenn die Gegner keine Erfahrung haben, dann hittet der. Ja, oder, also deswegen, ich spiele eigentlich beim Fernkampf immer das Tobirama. Das Tobirama Jutsu, das von Sasuke oder, Ja, was kann man noch spielen? Bei euch hängen die auch fest, ne? Mhm. Das ist richtig, ne? Runde, ne? Daniel. Diese Übereinstimmung. Warte mal, ich muss kurz gucken, wie synchron das war. Boah, ich häng die auch fest, ne? Ja, wir haben gleichzeitig ne gesagt. Wir haben gleichzeitig eine Highlightin diesmal. Das erste Mal haben wir eine Highlightin. Wir haben gleichzeitig ne gesagt. Nice, ne? Ne, Daniel? Wir haben endlich eine Heilerin, Alter. Moment mal, warum heißt der Heiler Louis? Ja, er wird zwar, also das ist zwar falsch geschrieben, aber aha, da haben wir ihn doch. Der Typ hier, ne? Der schummelnde. Tobi hat. Ja, moin. Der hat keinen gewesen. Bock mehr gegen uns gehabt. Der Gegner heißt Eisen, Daniel. Eisen? Eisen. Eisen aus Eisen? Eisen? Eisen! Nein! Eisen, du wirst sterben! Ne? Guck mal hier, auf dieser Map schneit jetzt... So, guck mal, wenn es nicht schneit, ist die Map sympathisch. Fuck. Ich verteidige übrigens hier hinten mal, ne? Ich wollte mal sagen, ne? Wieso ist Daniel... Wieso hast du... Ach so, weil du gerade Leben verlierst, oder was ist das? Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt gerade habe, Alter. Aber irgendwie werde ich gerade von so einem Typen namens Kawaki angefixt. Wir sind jetzt hier auch eigentlich. Wieso kommen keine Gegner hierher? Ich hasse Kawaki. Kann mir einer mal kurz gegen Kawaka. Gegen Kawaka. Kawaka! Klar, ich helfe dir gerne gegen Kawaka. Wenn du mir erst vorher sagst, aus welchem Anime der kommt. Ne? Ach, nein, das ist mein. Ich kann ja den Geschehnissen folgen, indem ich auf deinen Stream gucke. Ja, der hat gar nicht mal so viele HP, aber er ist dann Gokami Kirk ausgewichen, daher kritisch. Ja, das, was noch viel kritischer ist, dass er so, dass er das... Jetzt mach ihn fertig, ne? Hab ich schon, ne? Okay. Dann ich bin fast tot, ne? Hast du gerade Eisen besiegt, ne? Ja, ich glaube, ich habe Eisen gerade gefistet, ne? Ich habe ihm Eisen in den Arsch gegeben. Boah, du bist schon krass, ne? Oh, Ulti-Jutsu Spam, glaube ich. Nicht Ulti? Normal. Aber ohne das, ist so geil, das ist so geil an dem Jutsu, dass sich da alle rausholen kann. Das erste Mal kommt ein Gegner hierher. Die sind dumm, die Gegner, Digga. Putz, Digga, kriegt der schon meine nächste Kugel reingepfeffert. Nein! Ja! Louis, wieso bist du tot? Ja, das weiß ich nicht. Ey, wieso hat er noch Leben, Digga? Ich muss mich hier gerade um Eisen kümmern. Nein, oh, Jesus! Er hat sein ekelhaftes Schneide-Jutsu gemacht, Alter. Oh nein, der will die Flagge haben, Daniel. Der will wirklich die Flagge haben. Junge, was denken die, wer ihr seid, Digga? Oha. What the fuck? Und Louis hat ganz kurz Kawaki-Hops genommen. Ja, Kawaki, gegen den will ich nicht kämpfen, der nervt mich so. Der geht so auf Verteidigung.
Der geht halt wirklich krass auf Verteidigung. Ja. Oha! 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 Was macht der Kawaki? Ich bin gerade richtig am Rippen, ne? Ja, und Kawaki ist gleich komplett gefickt, ne? Hallo? Ah, danke. Och, Mann! Och, Daniel, Mensch! Hast du aber gerade dein Gokami Kök verschwendet? Ja, ich hab mein Gokami Kök umsonst geused. Ist das Hobirama? Achso, ja, das ist Hobirama. Das war richtig useless. Oh, oh, da ist jemand runtergefallen. Wir können eigentlich jetzt komplett auf Verteidigung in die letzten Minuten. Aha, oh, warum müsst ihr den immer töten, Digga, wenn ich kurz bevor ich auch da war, Digga? Tja, muss halt schneller sein, ne? Halt's mal, ne? Holst du die Schrift oder soll ich die holen? Brauchen wir die überhaupt noch? Ja doch. Ich hol sie. Boah. Telekinetische Fähigkeiten zwischen deinem und mir. Sehr artige. Du kleiner Wichser. Ja toll, er hat sich sie gegönnt. Und was war's für eine? Eine Angreifverstärkungsrolle. Angreifen. Ja, Daniel, sag das mal nicht zu laut. Ja. Ey, nee, Digga. Das war jetzt gegen die Wand, Alter. Eisen? Eisen ist wieder on fleek. Hier. On fleek. Ne? Ich hab meine Attacke. Das ist mein Problem. Ich setz dir einfach mal einen Kuna hin, Alter. Dann, oha, nein, hier. Oh. Kawaki, die Misit. Lass ihn, ja, genau. Kawaki. Nein, warum fällt Kawaki jetzt runter, Digga? Das ist schon ehrenlos, ne? Hör auf, unseren Heiler zu bumsen. Nur weil du selber geheilt wirst aus der Entfernung. Warum treff ich den nicht? Weil er geheilt wurde. Der Huren. Bock. Du kannst dir die Flagge schnuppen. Fisch schnuppen. Nee. Alter, Sakura. Schon die Flagge jetzt, ne? Sakura gibt sich gerade so viel Mühe, ne? Ah, übrigens, über die ist ein Tobirama. Weißt du, wie sehr mich das juckt, Alter? Der kriegt mich eh nicht. Ich hol mir jetzt die zweite Flagge, Digga, und dann Arsch lecken. Finde ich gut, ne? Oh, oh. Tobirama, oh Gott! Die kennt sich mit der Jutsu nicht aus! Sie kennt sich mit der Jutsu nicht aus! Er hat die Flagge, ja, ne? Ich hol die Flagge zurück, Fliegen, ne? Warum hat mein fliegendes Jutsu nicht getroffen? Mein fliegendes Jutsu? Ich meine mein... Mein fliegendes Jutsu! Du weißt, was ich meine, Bruder. Der fallende Himmel? Ja, der hat mich getroffen, obwohl ich ihn geused hatte, aber egal. Ich bin sogar nur getötet worden, hä? Ist schon ein bisschen doof, ne? Tobirama, du bist so blöd, ne? Das ist mir rätselhaft, ne? Ich hol mal ganz kurz diese Schubfrau da hinten, ne? Mach das, ne? Oh! Die beste Schriftrolle, die man haben kann, ne? Warum hat man den Himmel nicht getroffen, ne? Die sind ganz leise, ne? Der Gegner. Also, falls du gleich jemand angegriffen werden sollte, dann komme ich zurück. Aber so dazu sollte ich ja noch nicht kommen. Ne? So viel dazu. Ein Gegner hat die Flagge. Ich gehe schon wieder zurück, ne? Es ist Eisen. Ich helfe dir. Der ist schon ein bisschen dumm, ne? Hast du die Flagge zurück? Ah, so. Hat sie, ne? Wo ist denn der? Wer hat mir jetzt hier schon wieder in den Chat geschrieben? Spielst du Xbox? Nein. Ich bin ein reiner PlayStation-Spieler. Zum Glück. Der eine hat nicht mehr viel. Ja, perfekt. Wer hat Daniel, geschrieben? So ein Typ aus dem Chat, Alter. Ja. Irgend so ein random. Sowas von PS4-Spieler. Was für Xbox. Ja, echt so? Alter, Tobirama. Nietzsche. Tobirama. Ja. APS4, nice. Kann ich mitmachen? Nein. Kurze Frage, spielst du Heiler? Ja, wenn du Heiler spielst, Digga, gar kein Problem. Aber wir sind im Moment, also ich, was das angeht, nur in dieser Position schlecht besetzt. Sehr schlecht besetzt. Ja, wir müssen Heldenfestival spielen. Ich glaube, das macht schon unsere schlechte Besetzung noch größer, Daniel. Ja. Kann nicht. Ja, er kann mitspielen, siehst du? Ja,
dann. Er kann Heiler. Also dann werden jetzt erstmal wieder Menschen abused, so gefällt sich das. Ja, Ja, also bei ne? Naruto juckt mich das nicht. Wenn du uns hilfst ein bisschen beim Heldenfestival, Digga, sind alle willkommen, die nicht so oft toxic machen. Ne? Ne? Oh Junge. Ja. Warte. Juckt mich das nicht. Wenn du uns hilfst ein bisschen beim Heldenfestival, Digga, sind alle willkommen, die nicht so oft toxic machen. Ne? Oh mein Gott, das ist so gut. Es ist so gut. Da muss ich ihn einladen, ne? Ja, ne? Dann muss er hier mal vielleicht Namen reinschreiben. Ne? So. Wir abusen jetzt mal wieder Leute für Spiele, Daniel. Das ist unsere einzige Beschäftigung. Vielleicht wächst unser Clan ja doch irgendwann mal, ne? Der noch Ja, nicht mal im Stand irgendwann ist, mal, ne? ne? Digga. Junge, Junge, Junge. Wie heißt Moment mal, ne? Das wird dir gleich richtig gefallen, ne? Alter. Also wer sich diesen Namen ausgedacht hat, nichts gegen deine Persönlichkeit, aber der ist ein bisschen doof, ne? Also. Ich guck dir das aber mal an, ich hab's dir gesendet. Auf mein Handy. Ja. Bin ich gespannt. Geiler Name, Digga. Was ist das, ne? Sinsche Binsche? Ja, Fuck. sein Name ist doch nicht Noel, oder nicht? Na, Daniel. Daniel, er hat ihn da drunter geschrieben. So heißt er? Ja, wahrscheinlich. So wie Wofür soll ich den denn einladen, Digga? Der soll mir eine Freundschaftsanfrage schicken, Junge. Tschösch! Was ist das für ein Typ, ne? Alter, ne? Ja, ich hab ja nichts gegen ihn, weil ich ihn nicht kenne, so, aber. Ja, Sinje Binje. Ja, Das ist ja Sinje Binje, normal, ne? Digga. Was ein geiler Name, ne? Digga, aber Alter, dann was ist denn musst mit du dem los, ne? entweder tust du hier Gray eine Freundschaftsanfrage senden und er nimmt dich an und dann tut er dich hinzufügen. Besser gesagt, ich tue ihn hinzufügen. Ich heiße genauso wie im Stream. Weil das wäre einfacher, weil dann könntest du einfach so joinen. Das wäre viel einfacher. Ja, das wäre es, ne? Das wäre aber sowas von einfacher, ne? Vor allem dieses ne passt eigentlich perfekt, eigentlich wirklich an jedes einzelne Überall zu. Satzende da. Es Ja. passt perfekt, es ist wie so ein Abschluss, weißt du? Also es ist Ja, einfach perfekt, ne? das ist bodenlos, ne? Das ist so, als würdest du so eine Frage immer stellen. Das ist so bodenlos, ne? Das ist immer so Das eine ist so nervig. rhetorische Also ich Frage. schwör, Nein, ne? Du hast dich schon ein bisschen so eingebrüdert hier, ne? Ah, jetzt habe Das ich es ist auch schon gesagt. Ah, nicht cool, ne? Scheiße. Ich glaube, das ist meine rhetorische einfach dabei, Alter. Ich Unser kann dich nicht. Wortschatz, ey, ich schwöre, unser Wortschatz ist nachher so kaputt, ne? Mann! Ich kann nicht mehr aufhören, dieses scheiß Wort zu sagen, ne? Okay, scheiße, ich muss was trinken oder so, es geht nicht wacken, ne? Es geht nicht back. Oh, dieser Typ ist echt ein bisschen bekloppt manchmal, ne? Ja, Party. Du musst mir eine Freundschaftsanfrage senden. Sinje Binje, Alter. Was Bist auch der für ein Name, Beste, ne? ne? Was ist das für ein Name, ne? Ey Junge, der hat meinen alten Clan-Namen, der Typ. Jetzt gucken wir uns hier mal seine KD an. Seine Allgemein-KD ist 1,49 und seine Durchschnitts-KD in den letzten 10 Kämpfen 1,21. Naja. Wie ist Naja, meine in den okay, letzten 10 aber. Kämpfen? 3. Er hat Durchschnittlich die. 3. Oha, er ist jetzt schon S. Ja. Ich nicht. Und ich will es auch Junge. nicht werden, weil ich im Ninja-Helden-Festival schon S schon mal geschafft hatte in einer Ja, anderen Team. ich auch, aber ich will trotzdem auch mal es schaffen, Digga. Nee, ich will nur die esoterischen Schriften, weil die sind gut, ne? Ja, dann mache ich halt alleine es, ey.
Er sagt nicht ne, er sagt Alter. Ah, da hat mir jemand eine Freundschaftsanfrage gesendet, ne? Das Ding ist seine allgemeine Siegesträhne, ne? Ist gar nicht so scheiße, ne? Naja, man muss ja sagen, also es kommt immer darauf an, wie man dann im Team mit irgendwelchen Funk, also mit irgendwann, ich will ihn nicht auf eine Liste draufpacken, das wäre jetzt für mich nicht ungünstig. Nee, ich meine jetzt so, weil seine Kampfanzahl ist 80. Ah, nee, das, ach, nee, und er hat 40 Siege von 80 Matches, ne? Achso, 40 Siege von 80 Matches ist eine 50%ige Chance zu gewinnen. Naja, muss aber auch. Das ist du musst, gar nicht so scheiße. Nein, du musst ja aber auch mal den Vergleich ziehen, was wir bis jetzt eigentlich an Spielen gespielt haben. Ich habe eine Kampfanzahl von 1441 und habe davon 603 Siege und habe eine Siegesquote von 42,14%. Also, das ist eigentlich schon sehr gut. Ich muss den Typen übrigens noch hinzufügen, das ist mir gerade irgendwie missfallen in der Unterhaltung. Ja, aber er will ja in die Party eingeladen werden, nein. Ja, schon, wäre natürlich sinnvoll, ne? Bitte sei kein 12-jähriger Anubis, bitte sei kein 12-jähriger Anubis, Digga. Bitte sei nicht behindert, dass ich dich schon nach einer Sekunde verabscheue, ne? Obwohl, wir hatten da schon ein paar spezielle Kandidaten in letzter Zeit, die wir, also in letzter Zeit vor allem. Max Hamza. Ja, Max geht ja, bloß der ist manchmal ein bisschen autistisch gewesen von damals, ne? Moin. Ne? Moin. Moin, ne? Ich hab jetzt schon so einen scheiß Ohrwurm davon, ne? Ich kann, siehst du, ich kann nicht mehr aufhören, das zu sagen, Junge. Naja, Digga, wird dir jetzt erstmal aus dem Duden rausgestrichen. Dafür wird jetzt erstmal ne reingebracht. Ja, wie gesagt, wir brauchen Heiler, weil wir kriegen keinen Heiler, weil unser Heiler ist abgesprungen. Ino. Wenn du Ino hast, Ino. Das ist Heldenfestival, Daniel, der kann jeden spielen. Ne? Stimmt, ich vergesse es immer wieder, ne? Ja, und Nubis ist der Typ, der ist ja gerade in der Kirche, weil er sich konfirmieren lassen möchte, ne? Das ist natürlich... In der Kirche? Ja, in der Kirche. Oder in der Kirche. Ich gönn mir jetzt erstmal... Wie damals immer genannt. Ein Bier, Digga. Daniel? Hatten wir nicht darüber gesprochen, ne? Es heißt ein Bier, kein Bier vor vier, ja? Daniel, wir hatten darüber gesprochen, ne? Ach, halt's mal jetzt. Kein Bier für den Daniel heute. Und auch gar nicht mehr. Das ist sehr gut, ne? And not even on my birthday. Ne? Ich glaube, wir sollten das nicht lassen, Digga, sonst fucken wir hier noch die anderen Leute ab oder so. Juckt mich nicht. Warte. Ist ein Dragon Ball Insider. Nur mal so nebenbei, damit du da Bescheid weißt. Hast du Dragon Ball geguckt? Von welchem Dragon Ball? Okay, dann versteht er den Insider nicht, ne? Oh Mann, jetzt ist mir die Hand aufgeplatzt, weil ich auf den Tisch gehauen hab. Ne? Aber du musst doch Naruto komplett durchgeguckt haben. Kritisch. Schmerzhaft! Schmerzhaft! Egal. Kriegen wir trotzdem hin. Ein Meisterwerk! Ein Meisterwerk! Was hast denn du noch so an Anime geschaut? Oh, schmerzhaft, ne? Hast du Demon Slayer gesehen? Ja, relativ cool. Also, es hat halt bis jetzt 2 Staffeln. Es sind über 20 Folgen. Ich glaube, das müsste jetzt sogar mittlerweile irgendwie 40 sein, ne? Also, es geht. Aber... Die Anime-Welt, ich werde ja so vertreten. Eieiei, was hat mich denn da jetzt weggeböllert? Ja, dann würde es mich irgendwie wundern, wenn man da nicht so aktiv guckt. Aber es ist ja tatsächlich jedem das sein, ne? Echt? Ne? So. Übrigens werde ich gerade gebumst. Ne? Könnte der Heiler mal ganz kurz in seiner Rolle aufgehen? Ne? Nee, ja, das stimmt schon, das muss ich zugeben. Du hast doch Ino genommen, richtig? Ja, Heiljutsu kann auf Entfernung sitzen. Deswegen habe ich gesagt, dass du Ino nehmen sollst. Weil du könntest dich auch im Endeffekt an den Spawn stellen und dann heilen. Perfekt. Alles gut.
Oh Jesus. Die sind ja alle lernfähig. Das ist ja das, das ist. So. Ja, das ist irgendwie, finde ich, dann, das ist aber das Traurige an den Heldenfestival, Alter, dass das immer reinkommt, wenn irgendwelche neuen Typen reinkommen. Weil Heldenfestival ist überhaupt nicht meins. Und dann wissen die halt gar nicht, wie das geht, so, und dann spielst du mit Leuten zusammen, die das Spiel noch nie gespielt haben. Ja, und unsere ganzen Sets, die Runterwerf-Sets, die Austausch-Sets, die Schaden-Sets, die Defense-Decks, alle sind weg. Weil wir einfach nur noch einen Charakter spielen können. Genau, kümmert sich mal einer um diesen komischen Madara. Ich hab Madara. Heißt der Kaioken oder bin ich blind? Ah ne, der heißt. Nee, der heißt. Kaien. Der heißt nicht, der ah, heißt Kaien, du meine also. Güte. Kellen. Junge. Das war jetzt schon ein bisschen lost, ne? Ja, das ist zu weh, ne? Ja, du heilst uns. Ja, du heilst uns. Aber du wirst gerade angegriffen von Nagato. Das unterbinde ich. Ne? Ich hab grad Oh, Junge, dieser Shisui, ne, der geht nur auf mich, ne? Junge, ich hab ihn, ne? Wer ist denn jetzt hier in seinem. Ach so, das ist. Irgendwie hab ich aber Shisui immer noch am Arsch kleben. Ja, warte. Jetzt brauche ich Heilung, Alter. Ja, jetzt bin ich kurz Geh mal nach hinten und heil ganz kurz Daniel. Ich versuch. Perfekt. Danke. Hier mein Bestes, um Daniel von dem Schäden. Was ist das? Ach so, Gedankenkontrolle. Du kannst auf der gesamten Map alle einschlafen lassen, halt durch das Intention no Jutsu, und dann haben die so Briefbomben in der Hand und lassen sich selber explodieren. Ist ganz praktisch. Ich glaube auch, selbst das hat eine Reichweite. Ja, aber soweit ich das weiß, ist das so, dass es über die ganze Map reicht, außer wenn die Gegner sich bewegen oder dem ausweichen. Mist, die haben eine Schriftrolle. So Anubis. Und der muss ja heilen verstehen. Obwohl ich nach meiner Meinung nach ein besserer Heiler war, als ich die Heilerklasse gespielt habe. Aber nichts gegen Anubis, den größten Pusher auf der Welt, ne? Ja, also als Heiler macht er echt durchschnittlich irgendwie gefühlt 1000 Kills. Ja, das ist auch so eine Sache. Das hab ich schon damals nicht verstanden, Alter. Junge, was hat der Shisui? Hab ich Honig am Arsch kleben oder was? Versuchen wir das nicht sogar Anubis schon seit 3 Jahren beizubringen? Es hat nicht pushen, sondern als Heiler. Ey Bruder, du kannst mir nicht erzählen, dieser Shisui, ne, der irgendwie mag der mich nicht. Wo ist denn jetzt hier der Shisui? Ich kann mich mal ganz kurz um ihn kümmern, wenn du willst. Ich hab meine Ulti ready, ne? Oh, das war's mit Shisui, ne? Dieser Shisui hat mich umgelegt, ne? Ich bin so gut mit diesem Jutsu, ne? Ich bin so toll. Ich bin einfach fantastisch. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja. Ja, das eine auf jeden. Ja, nee, sorry, Bro. Nicht mit mir, Junge. Wir haben wieder eine Heilungsschriftrolle. Wieso kriegen wir eigentlich dauerhaft Heilungsschriftrolle? Wie viel Glück kann man... Gedomasu! Ich hab sie. Ja, ich bin Gedomasu. Ja, alle in Gedomasu drin. Ja, alle hat er gefickt damit. Es hat die Ach, Mensch! Ich bekomme gar nicht mit, dass Julian beschreibt, Digga, was... Egal. Wir müssen nicht unbedingt gewinnen. Punkte sind Punkte. Aber, Junge, wie viel hast du geschwitzt, jetzt schon auf S zu sein, Digga, Junge? Ja, okay, das ist dann kein Schwitzen, das war dann einfach. Das war einfach nur Dasein. Ey, Junge, das hat mir jetzt gerade gar nichts gebracht. Aber wie bist du auf diesen Namen gekommen, Digga? Der ist ja übel crazy. Wie spät ist es? Achso, okay, warte mal kurz. Ich muss ganz kurz hier checken, ist gecheckt. Die wohnt halt, wo ist die gerade, what the fuck, was macht die bei Picture Media in Databank GmbH? Was? Warte mal. Arbeiten da ihre Eltern?
Sachen, die mich nicht interessieren, aber du trotzdem erwähnst. Ich bin B4, ne? Ich auch. Hat es eigentlich noch mal? Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Da, Eiswurf. Ne, wir haben nichts Neues bekommen oder irgendwelche. Oh, perfekt, haben wir das geklärt. Ist dieser Six Path einfach nur dein Name oder ist das ein Clan? Ah. Du glaubst. Ah, okay. Die haben das gesagt. Und dann ist es ein Clan, Digga. Und dazu dann auch noch ein richtig unverschämter, weil die gesagt haben, du musst. Ich bin verwirrt, ne? Die haben einfach meinen Clan-Namen geklaut, ne? Ist schon frech, ne? Weil ich den Namen vorher schon hatte. Ich hatte den, ich hab das Spiel, wo das Spiel rauskam, schon. Genau so. Ja, und dann hast du zweimal den Clan-Namen wechseln müssen, ne? Genau, dann bin ich in den Clan gewechselt, weil diese Hurensöhne so scheiße waren. Also toxic. Dann bist du natürlich in meinen Clan gewechselt, verständlich, ne? Der Name war zwar absolut scheiße, aber die Leute waren besser. Moment mal, der erste war super. Der erste Name war toll. Auf gar keinen Fall. Dem bedarfte aber nur eine Reform, ja? Auf einmal hieß der auf einmal Natural. Digga, dieser Clan, ne? Am Anfang war es ja noch so in Ordnung, so. Aber jetzt, Alter, ich bin aber ja, schon wieder war Dominik auf der Clan-Anführer? Ach, und willst du dann der Anführer sein? Nicht unbedingt, ja. Muss nicht sein. Aber zumindest Co-Anführer oder so, damit ich wenigstens was zu sagen habe, weil letztens lief das echt scheiße. Letztens? Unser war damals gescheit, aber jetzt nicht mehr. Das ist unser Teammate gewesen, der geleftet hat. Damals haben die uns nämlich immer nachgehabt, ne, Grey? Oh ja, ne? Junge, unser Name, überall. Ah, unser Clan war schon mal toll. Außerdem, ja, danke. Danke, Itachi, für deinen tollen Beitrag. Und dein Tsukuyomi. Oh ja, okay, das war jetzt hops genommen. Was ist das? Dieser Pain, Digga, ich schwöre bei J. Bei J. Okay, die Gegner sind echt nicht gut, Digga. Dieser Pain, der versucht mich im Nahkampf zu bumsen. Dieser Minato versucht überhaupt irgendetwas. Ha! Er heißt Sasuke mit C! What the fuck? Ja. Ach du Scheiße. Ist das so? Oben. Ich bin so toll. Ich bin so stolz und groß und toll und perfekt und was auch immer, ne? Ja, ne. Du übertreibst jetzt gerade deine Lage. Nee, ne? Oh Junge, was willst du denn, Pain? Ja, okay, ich werde halt jetzt. Ich renne jetzt einfach weg. Hast du nicht gerade eben schon genug Pain abgekriegt? Digga! Ja, das hatte ich vorhin mit diesen. Mit Shisui, Digga. Der hat mich die nein, ganze Zeit. Nein. Teleportier dich! Ich brauche Heilung. Wenn du Heiler bist, noch. Okay. Er ist tot. Alles ja. Gut. Okay, vielleicht ist es doch nicht so toll. Nein, ich hatte ihn fast gehabt, oh, dieser Death Smoke. Ich kenne diesen Death Smoke sogar. Jetzt stirb! Death Smoke, dieser Typ, den habe ich heute schon dreimal in der Lobby. All for the love. Ist sicher mir recht, Digga, ich merke das schon. Wenn einer hier Pain findet, Digga, verprügelt, gib den von mir mal eine Kochschelle mit, Digga. Arschloch. Ah, da ist er ja wieder. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Verpiss dich doch, Pain. Gewollt meines Amtes werde ich diesem Typen jetzt eine Kochschelle geben. Wäre gut, wenn du mir mal helfen würdest, anstatt mir hier. Ja, Itachi, ne? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, nee, ja. Du, ne? Dich, ja, ne? Ja, schon wieder hast du ausgetauscht. Klar doch. Sasuke.
Oh, Alter, warum gehen die denn zu dritt auf mich, Junge? Was falsch mit denen? Ich kann Pain übernehmen, ne? Ja, toll. Aua! Komm schon. Wir sind komplett voll geheilt. Ja, und ich verstecke mich jetzt erstmal eine Runde. Hab ihn. Mein fliegender Himmel ist gleich fertig. Ja, dann gönn die. Aua! Ich meinte mein fallender Himmel. Ah, so geht das also. Ich wusste gar nicht mehr, wie das ging. Tengu no Shishi! Oh, Scheiße! Ich hab mich getroffen, Digga, warum auch immer. Oh nein, Itachis Ulti. Das Endo. Ich bin nicht reingegangen. Aua. Ah, jetzt aber. Aber er hat mich direkt rausgestoßen, ich kann mich wieder bewegen. Ja, ich jetzt werde ich halt sterben. Irgendwie unfähig, dass... Das Ding ist, wenn Ino heilen kann, wäre es nice. Dass Sasuke mir schreibt. Perfekt. Ach, Mr. Julian hat mir mal eine Sprachnachricht gesendet. Das ist immer was Schönes. Oh, Alter, die teamdecken mich jetzt, Alter. Ja, mit meiner Erfahrung komme ich da gerade so raus. Was war denn das gerade für ein Brüll? Leute, wir dürfen das jetzt auf keinen. Da kommt irgendeine Ulti! Mich hat die Ulti nicht getroffen! Mich kurz, sie hat mich angeschnitten. Ich kann der Heiler mal ganz kurz. Pain hat nicht mehr viel. Was Nettes tun. Was ganz Nettes. Pain hat nicht mehr viel. Danke. Ja, nein, ich habe. Ich hab gerade drei Leute gesehen! Von vier! Oh mein Gott, Daniel! Boah, Alter, wurde ich gebumst! Alter! Wurdest du auch gerade so gebumst wie ich? Nein, Pain, bitte! Oh, Scheiße. Das Ding ist, ich hab ja sogar noch gut geplayed. Aber dann. Ich wurde gehopst. Können wir jetzt eigentlich mal gewinnen? Entweder sprechen die sich echt gut ab. Oder? Oder die haben einfach gerade abnormal viel Time-Luck. Ja. Zweiteres. Weil, Digga, die sind ja zu viert auf einen drauf, Digga. Definitiv dein Zweiteres. Pain, du kommst nicht weg. Oh mein Gott, Daniel. Oh mein Gott. Ja, der das musste war aber krass, auch zerstört ne? werden. Der muss, ja, ne? Der muss aber auch zerstört werden. Ne? Oha. Komm dann. Ey, der wird immer vollgehalten, Mann, kurz bevor er stirbt. Jesus Christ! Das war. Das hast du gut gemacht. Ulti. Dass du da jetzt geheilt hast, das war Astreinung. Besser als Anubis jemals tun könnte. Nee, ja. Ich könnte aber jetzt in Kampf gebrochen. Nee, das Ironie. War nicht gut. Ja, das war gut, aber das war schon als Ironie gemeint. Das mit Anubis also, war halt Ironie, weil er ja, das. Ich bin besser, Junge! Mann. Ich hab meine Ulti komplett daneben geböllert. Batz, und Digga. Ja, komm, eine. Eine Person noch. Oder keiner darf mehr tot. Sterben. Ich sterbe aber jetzt. Ja, das ist außer scheiße. Außer er heilt mich. Ja, es ist Remis dann. Ja. GG, gut geplayt. War echt gut. Ich bin am überlegen, fresse ich weiter meine Linsenchips, Digga, oder mache ich mir jetzt irgendwas Gesundes, Digga? Aber da ich ja den ganzen Tag pumpen war, mache ich, glaube ich, mir heute nichts Gesundes. Ey, Grey, du kleiner Hosenscheißer. Oh, sorry, ja, ist stummisch. Ich hatte halt Hunger, sorry. Oha, wer ist denn der Nächste jetzt?
schwer, wie ist der hier reingekommen? Okay, und da ist Slavik. Oh mein Gott. Schon erledigt. Besser gesagt, das war Luis, der war schneller. Nein, leider nicht. Die joinen automatisch über deinen Namen, ne? Ja, ist nicht schlimm. Die sind ja nicht in der Party. Solange er jetzt nicht einen auf Abfucker macht oder so, ist es egal. Ja. Ist aber ist halt schon wichtig, wenn man sich am Anfang, wenn man neu ist in Naruto, sich einen Clan besorgt. Hast du eigentlich ganz gut gemacht. Und du bist sogar höher gewesen als er. Ja, moin. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Als der gerade reingejoint ist. Der war Level 1. Ja, ja. Also ich bin der Höchste hier gerade in der Lobby. Danach kommt Gray, also und danach kommt kommst du sogar schon. Ja, moin. Ja, ich find's gut, dass aber wenigstens jetzt frische Spieler hier reingekommen sind, weil das Spiel war halt nur noch voller Schwitzer. Also wirklich, also. Ja, ja, genau. Weil mit mir und Grey, Digga, sind hier auch noch die krassesten Schwitzer unterwegs mit Savi und so, Digga. Die richtig krassen Schwitzer in dem Game, Digga. Gegen die willst du aber auch nicht spielen, Alter. Die sind auf besten Liste. Die sind also auf besten Liste der allererste. Den habe ich schon gespielt. Und den drittplatzierten, gegen die beiden habe ich schon gespielt, die sind einfach übel. Stimmt, Digga. Alle, die so in den Top, so sagen wir mal, ab Top 20 sind, haben schon ziemlich was auf dem Kasten. Muss. Okay. Ja, also ich glaube, alleine ist der Trash so. Also alleine ist jeder Trash. Aber wenn die halt im Team spielen, gut im Team spielen. Richtig. Richtig. Oder ich wollte gerade sagen, wenn die sich nicht absprechen können, hast du noch eine Chance. Da habe ich auch schon hingekriegt, aber nicht mit den Jutsus, die ich drin habe, Digga. Die sind so scheiße gerade. Also Madara ist gut, also Gokami Kirk ist krass. Aber so, ich spiele lieber mit meinem eigenen Charakter, weil das ist ja Heldenfestival, da spielst du ja die vorgegebenen Charakter. So, der Platz 1 ist schon, der ist schon heftig, aber nicht alleine, wie gesagt, nur im Team. Mit seinem Team zusammen ist er krass. So, wer ist mit seinem Team zusammen und wer ist nur alleine? Nein, ich habe gesagt, wenn als Team kannst du gegen die krassesten Leute gewinnen, aber wenn du alleine gegen die fightest, hast du keine Chance, weil die einfach sich besser absprechen können. Zum Beispiel der Ranglist Erste auf der Welt, Digga, der ist alleine nichts. Nur mit seinem Team zusammen ist der übel krank. Das in dem Spiel ist, das ist wirklich so ein richtiges Teamspiel. Ja, ich war gerade übrigens weg und gefühlt wäre ich wahrscheinlich noch länger weg gewesen, weil Julia mir die schwerste Frage des Lebens gestellt hatte, Alter. Immer. Die wäre? Ja, okay, warte. Nee, Digga, er fängt so an. Luis, ich bin gerade dabei. Und ich wurde gerade von einer interessanten Frage gestellt. Darf ich dir die kurz mitteilen? Ich will mal kurz deine Meinung dazu hören. Also er hat mir ja so eine Aufgabe gegeben, ne? Und ne? Die Frage ist, wenn jetzt ein blindgeborener Binder, ein Erwachsener, den gibst du einen Würfel und eine Kugel in die Hand und der kann die unterscheiden vom Fühlen. So, jetzt legt er sie auf den Tisch und dann kann er die Augen öffnen für sie und kann sehen. Und dann ist die Frage, ob der Blinde, der ehemals Blinde, nur mit seinem Sehsinn jetzt erkennen kann, was die Kugel war, was der Würfel war. Natürlich fragt Julia mich, weil die Smarten ist natürlich, wir haben beide die gleiche Note in der Arbeit gehabt. Verständlich. Und wir haben sogar die gleiche Punktzahl gehabt, Alter. Junge, da gleicht sich alles aus. Digga, ich habe heute nichts gehabt, ich habe heute keinen Unterricht, kein gar nichts gehabt, weil alles abgesagt wurde und dann kommt er. Läuft, aber jetzt spielen wir auch weiter. Ich muss so kurz die Frage dann mit anderthalb... was auch immer beantworten. Vor allen Dingen gerade kam noch ein anderer Clan-Kollege von ihm. Mhm.
in die also jetzt hier in die Gruppe. Und er hat ihn einfach gekickt. Verdient. Ich glaube, du hast ihn auf Versehen gekickt. Ich auch. Ich hab ihn nicht gekickt. Er hat mich schon wieder Sporn nicht gesehen. Ich so schnell war ich gar nicht. Ich glaube, der ist automatisch gegangen. Ein paar gute Tun. Also, guck mal. Diese Frage wurde ja so einem Philosophen gestellt, John Locke. Tatsächlich weiß ich nicht. Irgendwie hat mir das Herr Friese nicht gesagt, ob ich das nach meiner Meinung beurteilen soll. Oder nach John Lockes Beurteilung. Also, you know. Aber ja, der Typ ist zumindest auch nicht der Meinung, dass er das könnte. Ja. Ja, weil der Fühl und der Sehsinn sich nicht gleichen. Das heißt, natürlich kann er nicht erkennen, wenn er dann wieder sieht, was vorher kugelförmig war und was er so vorher gefühlt hat. Das geht nicht. Macht Sinn. Oh, nee. Die haben eine Konan, Digga. Jetzt wird's eklig. Ja, Mann. Und das wird eklig, Digga. Gray? Ey, Junge, du kannst doch jetzt nicht mitten in der scheiß Runde mit deinen komischen Typen da zit. Oh, Mann. Ja, Mann. Auf Level 1 und er nennt sich gut. Ah, okay. Wer ist auf Level 1 und nennt sich gut? Ja, der Typ nennt sich gut und ist auf Level 1 und wir haben eine Konan am Stissel kleben. Der Typ ist auf. Digga, der Typ spielt sogar Angreifer. Welchen denn? Ach, wo ist er denn? Ich will den Typen haben. Ja, das ist nicht gut. Ach, Konan ist schwach. Ich weiß ja nicht, Bruder. Ja, Konan kann nicht. Das wäre Federillusion, wow. Ja, was ist denn da oben jetzt? Weil ich kein Chidori habe. Ich kann. Oh. Hallo! Er hat die Flagge! Er hat die Flugflug! Digga, das ist der Level 1, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, er ist aber zu zweit oft drauf gewesen. Was soll ich denn machen? Ah, die Flagge! Hab sie! Ich kann auch nicht mehr als verteidigen. Oh nein, die Konan. Kritisch. Hallo? Könnten Sie mal hier runter? Danke, Daniel. War kein Problem, ich immer doch. Für euch doch immer. War sehr gut, ne? Für meine Teammates mache ich das gerne, Mann. Der ist, ja, Digga, hab mal gesehen, Digga. Der eine war auch richtig schlecht, ne? Aha, der ist komplett hops genommen worden, ne? Und der kriegt jetzt noch einen Gokanekok. Daniel. Das hat nicht getroffen, ne? Ja, wir haben ein Problem, weil der Typ hier die Flagge unsere hat. Flagge hat. Oh nein, er hat mich mit. Oha! Er ist ausgewichen. Er hat sich das YouTube-Video angeguckt von Kaisen, der Wichser. Digga, ich will sich nicht erinnern. Weil diese Technik mit dem Holzversteck ist jetzt seit kurzem raus. Das habe ich mir gestern. Das ist erst vor zwei Tagen. Weg! Dass das du ist meine mit dem Flagge. Holzversteck das machen kannst. Das ist meine Flagge! Crazy. Dich fesseln und wenn du dann das eine Jutsu hast, was jetzt neu reingekommen ist, kannst du dich dann auch noch stunnen lassen, dann hast du keine Chance. Das war's mit Konan. Ja. Diesmal hat der wenigstens Sasuke richtig geschrieben. Sag schon Sasuke. Mit Konan. Ah, Julian mit seinen Schwanenheiden schon wieder hier. Ja, Digga, jetzt muss ich erstmal die Runde zu Ende spielen. Ach. Mensch! Wieso geht's? Oh, ne, Minato, sorry, aber dich will ich nicht als Gegner. Ich aber. Oha! Oha! Ey, dieser Gut, der ist ja noch beschissener als Gut. Digga. Was ist das für eine Aussage, Daniel? Der ist noch beschissener als Gut. Der ist so beschissen, der Typ. Aber er überlebt trotzdem die ganze Zeit, Digga. What the fuck? Aua, wir hatten jetzt das Holzversteck eben über das. Ja, wieso steht das jetzt jammert wo? Er hat sich selbst eingesperrt, Digga, so in Loppen. Ist der doof, der kommt so richtig schön ins Gokami-Gök. Ja, das Ding ist so doof, war der gar nicht. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Der ist hier hinten bei mir. Achso!
Hallo! Der hat so eine Angriffsverstärkungsrolle. Boah. Und der ist schon wieder hin. Der ist hinter uns, der hat mich gerade von ihn. Oh nein, er macht seinen Mute. Oh. Er hat mich. Kann ich mich rausteleportieren? Nein, du kannst du, nur wenn du diesen wenn du dieses eine Jutsu hast, kannst du das. Ja, kann ich nicht. Hab ihn. Haltet ihn auf, er hat unsere Flagge, ich komm da nicht hin. Ich sehe alles schwarz-weiß, weil ich fast tot bin, Junge. Krieg ich den auch einen aufgehalten, oder? Egal, nicht schlimm. Komm vor. Was ist eigentlich mit Gray wieder los, Digga? Der ist wieder zu seinen komischen Kollegen darüber gehört. Lass sie alle zu uns kommen, ich hab meinen Jürgen jetzt. Das mal, wir zünden die gleichzeitig, wenn die da sind, weil du kannst. Ich bin ein Stück Papier. Ja, dann mach die jetzt, Yoshi. Ja, perfekt. Das ist perfekt. Wieso bin ich eigentlich gerade bei den Gegnern? Wie bin ich hier hingekommen? Ja. Wie bin ich zu der gegnerischen Flagge gekommen? Egal, hol sie einfach, Junge. Ich hab Alzheimer! Nee, Digga, du sollst dich nicht. Digga, wir sind einfach runterspielen. Du stummst dich einfach und gehst weg, Digga. Was falsch mit dir? Ich bin nicht weggegangen, ich bin hier geblieben. Oh, ich hab die Flagge. Ja, ich weiß, dass ich mich gestummt hab. Ich bin tot, weil er mich durch das Holzversteck gebumst hat. Ich sag ja, der Typ, der hat zu viel Kaisen geguckt, Junge. Was ist falsch mit dem? Zu viel Kaisen? Ja, so heißt der Typ, der auch Kämpfe macht und so. Und der. Achso, du meinst der YouTuber. Und der hat letztens erst diesen Trick vom Holzversteck gezeigt, Digga. Solche Nutten, wenn die den jetzt schon spielen, Digga. Welches Level ist dieser Typ eigentlich? Die sind eh alle unter Level 100, Alter. Ja, alle Level 1 oder so. Der höchste von denen ist Level 80. 83. Erbärmlich. Mach sie tot. Ja, wir verlieren das Ding auch. Nur wegen Flagge. Hab ihn wieder, Digga. Das war damit gut. War halt erbärmlich. Alter, Digga, ich hol mir jetzt die Flagge, Digga. Ich hab da jetzt gar keinen. Jetzt stirb! Meine Fresse. Das schaffen wir auch nicht. Das reicht nicht mehr. Ja. Ich meine, random, hast du recht. Sag's nicht. Digga, was hat sein Name? Das ist ein bisschen schwer jetzt. Ja, seinen Namen, da werde ich definitiv nicht aussprechen, deswegen will ich ihn einfach random nennen. Kein Namen. Genau, No Name! Oha! Alter, die können uns jetzt nicht noch wieder die Ehre nehmen, hallo? Einfach mal Level. Mal unter Level 100, also ich glaube, die wissen das nicht. Egal, Digga, trotzdem gute Runde gewesen. Digga, ist gar nicht wahr sein. Hallo? Was soll denn das heißen? Ja, sagst du zu Graham, ich hab mich gerade aus Versehen gestummt, Digga. Jetzt hör dir deine Scheiße. Und ich geh die ganze Zeit weg, weil ich Sprachnachrichten mache und Sprachnachrichten anhöre und ich will dir das nicht schon wieder aufbauen. Ist das eine neue Sprachnachricht? Nee. Digga, Junge. Die Sache ist halt, dass du dir aber auch eine ganz smarte Sache ausgedacht hattest, ne? Also du hattest diesen Blitzmoment, wo du quasi an dem Tage zu machen, dann kriegst du auch noch eine schöne Aufgabe dazu. Soll der Einstieg in die nächste Stunde sein, das nächste Thema, was auch immer das sein soll. Und dann muss der Julian das beantworten. Das ist natürlich, das ist natürlich was Tolles. Wie lange sitzt du jetzt eigentlich hier mittlerweile an dem Protokoll? Also, ich meine ja nur, ich saß an dem Protokoll so meine 3-4 Stunden. Gut, ich hatte aber auch, mein Schreibzeug des Jahrhunderts da. Ich musste da ja wirklich tausende Sachen mit reinprügeln. Also, soll natürlich nicht heißen, dass du weniger da reinschreiben musst, ne? Also. Das kann
kann ja nicht wahr sein. Ist denn hier in der Lobby noch einer aus deinem Clan? Gucken wir mal nach. Nein, ich habe schnell nachgesucht. Nee, weil ich überlege, weil wir... Daniel, hier sind so viele Low-Level. Ah, du musst bitte halt nicht mehr online kommen, Daniel. Es ist schon 19.14 Uhr. Arschloch. Und ob er morgen online kommt, weiß ich nicht. Aber einen von denen noch ins Team zu holen. Ey, das höchste ist Level 377. Guck mal, der eine ist. Jetzt müssten wir nur noch einen Deutschen irgendwie da rausfiltern. Oder zumindest einen Mann. Ja, dann search mal hier, Alter. Der hat hier Kakashi Doppelscharingan drin. Ich will keinen der. Wie heißt der denn? Das ist ein Franzose! Wo kannst du das nachlesen, Alter? Ich gehe einfach auf deren Profile. Ach so. Der ist auch ein scheiß Internet. der kommt aus Amerika. Bigger Boss, Alter. Der gute Bigger. Portugiese? Haben wir hier auch mal... Hallo? Diego. Come on, Mama. Ja, der klingt ja schon richtig sympathisch. Kappa. Wir müssen uns erstmal ganz kurz... Der ist Level 16, auf den können wir nicht zielen, sorry. Spiele gern Assassin's Creed, God of... Wo sind die Kommatas? Hast du mal was von Komma und Zeichensetzung gelernt? Spiele gern Assassin's Creed, God of War, GTA, FIFA 18, Crash Bandicoot und Uncharted. Ja. Und Julian schreibt mir schon wieder, ey Digga. Okay, jetzt schummel ich mich nicht. Ist das eine Stunde jetzt da dran? Ich bin aber auch gleich fertig, das ist der Unterschied. Aber ich habe jetzt nur dieses eine einzige Problem. Können das doch leichter machen. Machen soll. Denn das Dumme ist, was ich halt nicht verstehen würde, wenn ich es aus seiner Sicht machen soll. Ich meine, der Priester ist ja nicht dumm, das kostet mich eine Google-Frage und ich habe dort einen ganzen Text und kann dann einfach gefühlt abschreiben, also das ist ja auch keine Aufgabe. Für mich. Und. Für mich. Nach mir beurteilen soll, dann wäre das durchaus eine Aufgabe für mich, weil ich nachdenken müsste, also. Verstehst du? Ich meine, ist faul. Das Dumme ist jetzt dadurch, dass ich diese ganzen Beiträge gelesen habe und die Argumentation von Locke und sonst was. Ja, komm. Also ich meine, weil es nicht gefertigt ist, dass es nicht könnte. Wenn ich das jetzt so schreibe, dann ist halt meine Meinung genau die von Locke. Also kann ich das doch einfach lassen. Also, you know, dann wird da zweimal dasselbe stehen, halt einmal nach mir, weil ich sehr beeinflusst davon jetzt bin, und einmal nach diesem Typen. Digga, ne? Ganz ehrlich, ne? Haha, Junge. Was los, Daniel? Gray, konzentrier dich jetzt, scheiß auf seine scheiß Nachrichten. Nee, tut mir leid, auf die kann ich nicht scheißen. Das ist gerade sehr wichtig. Was ganz Tolles. Ja, spül dir deinen Mund aus. Wer schleimt sich ein? Wieso habe ich noch YouTube offen? Achso, ich wollte ja dann in seinen Stream wieder weiter zugucken. Wieso nicht? Jetzt mach ich einfach den Anubis. Ja. Weißt du, dass mich das immer am meisten an ihm abgefuckt hat? Also diese ekelhaften Nachfragen, weil er immer das letzte Wort haben muss. Wieso bin ich gerade nach oben? Achso, das geht ja jetzt. Ja, du kannst. Du springst einfach gerade nach oben. Okay, wieso bin ich gerade so low hochgesprungen? Weil du nicht lange genug gedrückt hast, Junge. Daniel? Bist du doof, ne? Nee, du bist doof, ne? Du bist Daphne, Alter.
Ich bin Daphnis und Chloe, Alter. Alter, was ma- die schimmeln auf der Schriftrolle! Alter! Okay. Wie viele Heile haben. Oh Gott, hast du mir mal die Level angeguckt, Alter. Mann, sind die low! Die Frage ist, warum wird man mit sowas geperrt, Junge? What the fuck? Wir haben ein Level. Wir haben nur Level 2 in unserem Team. Warum kriegen wir nicht solche Brummer? Weiß ich nicht. Digga. Ey, Junge. Digga. Welches Level sind wir eigentlich? Aber dieser. Aber dieser Dragon Brokey, Digga, der freut sich einen Keks, weil er gewinnen wird. Daniel? Hm. Du, welches Level bist du eigentlich mittlerweile? Warte mal. Ich? Also, ich kann römische Zahlen ganz schlecht sehen. Das ist 7, das ist 800, Daniel. Also das 8. Ist aber auch schon, ist auch schon heftig. So, das heißt, du bist 800, ich bin 700. Hm? Warte. Warte. Also eigentlich. Also eigentlich nee, maximal deine, sind die nicht. Nee, die maximal können, wär's, wenn XX stehen würde. Nee, XX, das maximale Level wurde erhöht, aber XX. Ja, genau das. Das wurde jetzt erhöht, das neue Level. Ja, das glänzt jetzt so schön am Ende. Es gibt sogar schon welche, die sind auf diesem Level, da denke ich mir so, Alter, ihr seid doch alles nur noch Schwitzer, Digga. Ja, das sind wirklich Leute, die gar nichts anderes spielen, Daniel. Mhm. Ja, wir spielen ja definitiv noch ganz, ganz viel anderes Stuff, Alter. Viel zu viel Stuff, Alter. Hätte ich mehr das gespielt, dann wäre ich jetzt noch viel höher. Ja, dito. Digga, diese Runde habe ich schon abgehakt, oder? Diese Runde spiele ich nur noch. Ich glaube, wir so werden noch nicht Punkte, mal eintöten, Digga, können, weil die haben eine Tsunade dabei und das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Na toll, Gamabunz hat sich direkt da reingelegt. Der heißt ja Lex, ein bisschen zu viel Paladins gespielt. Entweder das oder er heißt wirklich Lex. Junge, wer nennt sein Kind Lex? Nö, Digga, ich kenn einen, der hat sein Kind Lexi Baxi genannt, Digga. Ja, moin. Also ich hab ein Kind gehabt, als er das Missgeburt hieß, also. Ich weiß nicht. Ja, Nachnamen wahrscheinlich. Ah ja. Okay. Ahuanson. Ja, ich hatte einen, der hieß Weird Bamboo, Alter. Aha. Ja, das ist ein Vietnamese gewesen vor allen Dingen. Gewesen, der ist tot. Der ist jetzt tot. Hier ist no chance. Too late. Nee, der wurde abgeschoben. Was ist das jetzt eigentlich für ein scheiß Protokoll hier? Warum geht's jetzt hier auf einmal um Götter? Bruder, du regst mich gerade so auf, ne? Ich will einfach nur eine Runde Route spielen, Alter. Mach ich doch. Ich muss nur Julian helfen. Auch nicht so viel, kümmert dich lieber jemand. Dialego mal, sich unterhalten. Das kann ja nicht sein, Digga. Die Alte, die raucht da sich ein Bett, Digga, aber das macht ja gar nichts hier. Gibt's noch irgendwelche höheren Ansprüche für mich hier? Ich hasse Raucher. Ja. Ja, zwei sogar. Hintereinander. Ja, das stimme ich mit überein. Auch wenn ich nur geistig manchmal abwesend bin. Aber da warst du, glaube ich, noch gar nicht drin, Digga. Ja, Daniel. Nein, Mai ist keine gute Heilerin. Mhm. Nein. Nein. Der ist noch nicht mal ein Heiler. Also er ist von der Klasse ja ein Heiler, aber der ist genauso wenig wie Mai ein Heiler. Also. Ich glaube, du kannst da nur drei Heiler spielen. Du hast Sakura, Ino und Tsunade, Digga. Oh, Tsunade ist auch echt gut. Ja.
Das sind so die drei Heiler, die du spielen kannst, wo die Jutsus echt in Ordnung sind, aber sonst, Alter, what the fuck? Mai ist tatsächlich eine sehr gute Heilerin, was das Wasserstuhl-Jutsu betrifft, aber der Rest ist scheiße. Wie spät ist es eigentlich? It's time for the proteins. 19.23 Uhr, time für mein Training eigentlich, Digga, aber what the fuck? Und time für meine Proteins, Training war heute schon online. Ja, meine, Digga, ich hab... Jetzt so spät! Das ist wichtig, Digga, für ja, meine Gains, Digga. Warte, du kommst ja manchmal so, Digga, 18 Uhr abends, du kommst so her, mal so, 1, 2, 3, ja. Gehst wieder, hallo! Ja, Digga, weil die Sätze gezogen werden müssen. Ja, genau, ich trainiere eigentlich im Dreier-Takt, das heißt morgens, mittags, abends. Och, Mann. Bitte was? Ich starte einfach, Digga, da geht's auch. Piss. Oha! Guck mal, Julian, vielleicht auch hin, Digga. Schlägst du ja auch den Rekord des kürzesten Protokolls, was es bis jetzt gegeben hatte. So gesehen haben wir dann beide einen Rekord gebrochen. Den einzigen Protokoll, den ich dir gleich gebe, ist mein Fuß in deinen Arsch, Mann. Iranische Fußproduction? Ja, iranische Fußproduction! Kann man das so. Das ist Daniel sein. Sein YouTube. Schon vor 3 Jahren erfunden. Ist immer noch patentiert. Ja, Mann, da ist mein Name drauf, Digga. Random Naruto-Kinder auf dem Weg zur Schule. Iranische Fußproduction! Einmal 1 Cent, bitte. Was haben wir heute gelernt? Ist der Mann böse, kriegt der iranische Fußproduction. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Wann ist da morgen... Ist nicht viel zu denken, bitte was? Wann ist morgen Schulende? Keine Ahnung. Ich habe morgen zufälligerweise frei. Oha, das ist geil. Das ist nicht geil, Digga. Da kann ich morgen nämlich, wenn ich sofort, sobald ich aufstehe, Naruto pumpen. Ja, Digga, da du wieder um 14 Uhr erst aufstehst. Also ich werde erst um 13 Uhr... Digga, wir haben einfach 3. Uhr. Dennis, Umuk und Kineto als Gegner. Dann, ich werde erst um... Louis King, es wird immer besser. Digga, wir haben viel zu viele Louis, Alter. Das geht gar nicht, Daniel, Alter. Ich werde morgen erst um 13.20 Uhr da sein, ne? Ich wollte nur mal sagen. Ja, okay, dann stehe ich um 7 Uhr auf, Digga, pumpe. Dann bin ich auf S, Digga, komme ich und dann... Naja, okay, ich pumpe heute wahrscheinlich auf S schon. Mal gucken. Je nachdem, Sehr nett. Sehr, sehr nett von dir. Je nachdem... Oh, Aluminius Prime hat mich eingeladen. Digga, der macht wahrscheinlich wieder seine offene Party, Alter. Ja, Mann. Oder ist das eine geschlossene mit 3000 Mitgliedern? Nee, das ist eine geschlossene mit 12 Mitgliedern. Wieso bist du da eigentlich drin? Weil ich denen geholfen habe bei irgendwas. Ich weiß noch nicht mal mehr bei was. Perfekt. Heilung! Geht auf Madara! Auf Madara? Bevor sich da die Heilung zwiebelt! Ja, Mann, das war auch pretty nice. Nein! Hat er nicht getan! Hat er getan? Wo ist jetzt dieser Ufuk hin? Ufuk? Nein! Ja, Ufuk! Das war der Gegner! Ach, der ist hier, Umuk heißt der! Ufuk, Alter! Was interessiert mich? Ich verprügel den gerade, wenn du das wissen wolltest. Von mir aus kann er auch BAföG heißen, Mann, ist mir doch egal. Ja, BAföG, was ich niemals haben werde, Alter. Doch, wenn du ausziehst und nicht bei deiner Mutter wohnst, dann kriegst du das. Nee, ich krieg's dann noch nicht mal, weil dann die Gehälter von meinen Eltern ermittelt werden und du. Du weißt, Daniel, dann wird's kritisch. Bei meinem Onkel wird's kritisch, Digga, weil mein Onkel, Digga, der verdient sich dumm und dusselig, Digga. Ja, genau das gleiche wie bei meinem Eltern, Alter. Weißt du, er sagt so immer, nein, ich hab kein Geld, Digga, ich hab kein Geld, Digga. Ich so, ja, Bruder. Sagen das nicht erst recht, die Reichen? Ja, genau, das ist es nämlich, ich hab kein Geld. Sag meine Mutter nämlich auch immer. Der hat mehr Geld, als ein Normalsterblicher ausgeben kann. Arschloch. Fühl dich. Oh, welcome to my family. Welcome to the rich kids.
Ja. Ja. Nein, die haben eine fucking Heilungsschriftrolle gekriegt. Ja, hä? Das sehe ich. Die haben mich geheilt, getötet. Oh mein Gott. Madara. Wieso hat Madara, was soll das? Wieso haben Madara? Ja, er hat halt wieder zu, ja, alle vier auf mich. Ja, alle vier auf mich. Das ist sehr sympathisch. Das ist ein sehr hartes Match gerade wieder. Sehr umstritten, sehr umkämpft. Mhm. Genau das. Ich mach meine Ulti. Geh mal weg jetzt hier. Ich konnte keinen einzigen Typen treffen, so richtig. Ja, dann lass ich mich halt verfolgen, ne? Das ist aber jetzt nicht so nice. Ach, Digga. Nein! Vorhin gekippt, Digga. Ja, er trifft mich, Alter. Madara, du dreckiger Hunde. Wie viel was Stunden hast du eigentlich im, morgen? Also. Das auch. Mäßig, Ich treffe ihn noch nicht mal, weil Madara ein Notensohn ist, Digga. Ich sag's dir so, wie es ist. Die sind da jetzt zu dritt und. Okay, Madara. Okay. Da bist du also. Da bist du, du Kleiner. Stirb. Ja, ich hol die Heilung, die Heilungsschrift. Oh, lass sie, lass sie, lass sie hier alle. Die werden jetzt so sterben, ne? Gokomot. Oh Mann, schade, die sind alle ausgewichen, die Noten. Nee, Mewtwo Schaden. Ich brauch Heilung. Der Heiler ist tot, Daniel. Der hat gerade Kamui abgekriegt, oder? Eieieiei. Das ist ja. Ja, es ist zwar random jetzt gewesen, aber es hilft wenigstens etwas. Alter, es kann doch nicht wahr sein, dass auch die Gegner dauerhaft vollgeheilt sind. Ja, also ich töte viele Gegner, aber irgendwie werde ich auch mal getötet. Ja, Digga, ich hab gerade mal in dieser Runde einen getötet. Wie ist das denn passiert? Die holen sich mal die Schriftrollen, Digga, auf den hier angelehnt. Hilfe? Er hat sich mit Kamu Hirakiri hinter mich teleportiert. Ich wusste gar nicht, dass man das so nutzen kann, Digga. What the hell? Alter, Umuk. Also, ich hab Umuk gerade gefickt. Umuk. Oh nein, jetzt wird's kritisch bei dir hier. Ja, ich werd hier gerade gesandwiched. Ja, warte mal. Ich kann dir bei Madara helfen. Oh, es ist fast tot. Ich hab ihn einmal getroffen, aber er ist nur jetzt fast tot. Stirb! Ja, das, das ist sehr hilfreich, aber irgendwie werde ich trotzdem gerade gesandwiched. Den anderen habe ich gut gemacht. Oh, wir sind gerade gut dabei, Bruder. Oh mein Gott, ich brauche jetzt Heilung. Dann würde es perfekt sein. Den hole ich. Habe ich. Perfekt, wir haben gewonnen. Woo, ah ja, ich habe einfach um die Ecke meinen Kunai geworfen. Ah, ich hab 6 Kills, Digga, läuft. Hat gebockt. Darf erstmal eine Runde Brawl Stars. Ich merk schon. Ja, Digga, ich hab wieder richtig rasiert in dieser Runde. Kappa. Bin so stolz auf dich. Wow, ich bin das erste Mal wieder ein Level aufgestiegen, Digga. Oh, wie alt bist du eigentlich, No Name? Ach du meine Güte. Ja. Besser als 12 machen. 11, er ist 11, Daniel. Mir ist mir doch egal, ob der 11 oder 12 ist, Junge. Digga, Daniel, Alter. Er wird bald erst 12. Ach, meine Fresse. Merk dir doch mal endlich. Ich muss heute wieder Unterarm ballern, Digga. Ich merk schon wieder. Oh, ich hab genug heute Brust geballert. Ja, bei deiner Hühnerbrust, Digga, kein Wunder. Bitte was? Ja, alles gut. Die Spannmuskulatur am Hintern hat zugesetzt. Digga, er hat einfach so ein Kim Kardashian gehört. Ich habe einfach den Podex trainiert. Aha. Den Musculus Maximus. den Gluteus Maximus. Gleich in die Liste starten, Digga, damit keine Hoffnung kommt. Ich will auch einen Heiligenschein. Kommst du aber nicht, Digga. Dafür hast du schon viel zu viele Menschen beleidigt.
Was? Nutzernamen senden an? Niemanden. Darf mein Heiligenschein? Digga, was ist denn hier los? Hä? Hä? Warte mal ganz kurz. Er war doch die ganze Zeit hier oben. Das ist jetzt guter Gegner, sein Kapi. Wieso ist er jetzt da unten? Kein Bock auf gute Gegner, bitte keine guten Gegner, Digga. War er die ganze Zeit am Ficken? Junge, nicht so ordinär, Digga, what the fuck. Wo ist der? Was ist das da? Was ist das? Ist das ein Tennisplatz? Nee, das ist ein Fußball. Nee, das, was ist das? Junge, das ist mir doch egal, was es ist, Junge. Jetzt laber nicht so viel Scheiße. Das ist ein Fishingplatz! Was zum Teufel ist ein Fishingplatz, ey? Da gehst du fischen. Ja, genau, diese Reaktion. Das hätte ich auch gewusst, Digga. Ja, Daniel, bei dir muss man manchmal Sachen dreimal erklären. Halt's Maul, Alter, was laber? Sie haben jetzt eigentlich mittlerweile auch mal jetzt alle Videos hochgeladen oder überträgt das jetzt immer noch? Boah. Nur Roma, Alter. Boah, zweimal Naruto mit der Kugel. Gar kein Bock. Das heißt, wir haben auch noch zwei Heilsiegel sozusagen dabei. Ja, wir haben zwei Heiler, ne? Also Kombi 2 Heiler zu spielen ist schon echt bad, Digga, muss ich ehrlich sagen, Digga. Bin ich early. Ja, Digga, mein Gott. Also ein Heiler ist ja schon very bad, ne? Aber zwei, Digga. Da merkt man mal, was die Leute drauf haben heutzutage. Nein! Das ist derselbe Shisui wie von vorhin, Digga! Ah, dein Liebling. Er will wieder mein Gott. Ich bin ausgewichen. Verdammt, ich hasse den Heldenfestival. Ja, aber ich will das jetzt auf S machen, Mann. Ja, mein Gott, ich mach ja schon. Hilfe? Hoffe ich. Ist auch wichtig jetzt. Der hat ein HP. Nein, der hat ein HP. Das ist so ein Trauerhaken. Stirb! Jetzt! Hab ihn. Er ist tot. Hat mein Kunai abgekriegt. Sehr sympathisch. Da kamen Kugeln angeflogen. Ja, jetzt fangen natürlich wieder die Kugeln an zu fliegen, Alter, mit diesem Easy. Oh, er ist ausgewichen. Natürlich bist du ausgewichen. Du hast auch nach Rotos Schattendoppelgänger am Ausweichen zu. Ich hoffe, ja. Der hat auch nur noch ein HP, ne? Ist tot. Er ist tot. Ne? Das ging jetzt schon ziemlich schnell, ne? Ja. Oh, der hat auch nicht mehr viel. Oh, nein, komm. Oh, mein Kunai ist da 3 Kilometer daneben geflogen. Ah, fuck, ich bin runtergeputrasht. Ja, ich auch, ne? Hau jetzt nicht runter, Digga, sonst treffe ich ihn nicht. Mann! Das war er. Er hat eine Hauptschutz eingesetzt. Nein, Kugelmugel, Kugelmugel. Du Verdammter! Du bist ja nicht erst Naruto, ist ja so ein egoistischer Typ, der sich die ganze Zeit selber heilen kann. Ja, Mann, das ist, Ich habe meine Kunai jetzt einfach an ihm abblättern lassen. Okay. Die Nachricht kommt jetzt sehr unverhofft. Hallo! Das steht Tenshin no Jutsu fliegt hinter Naruto hinterher, trifft aber nicht. Ist sehr sympathisch. Ey? Mein Naruto, den ich gerade verfolge, haut gerade wieder um 80 Kilometer ab, Alter. Das Ding ist, der Shisui hängt mir nicht mehr an, mein Gott. Das ist sehr, sehr wild. Ja. Oh, Mann, nicht schon wieder Kugel. Die kann Daniel gerne abhaben. Nee, die trifft mich aber nicht, weil ich mich in Erde verkriechen kann. Mein Gott. Digga, er ist ja wieder voll, Digga, what the fuck? Das ist ein anderer, Daniel. Das ist der andere. Oha, der lässt mich nicht mehr in Ruhe, Junge. Hallo. Hello. It's me. Who killed you? Ich könnte Heilung gebrauchen, Digga. So ein Ding ist das nämlich. Ich könnte alles andere als Nagato gebrauchen. Ja. Irgendeine Schrift. Ja. Ja, das wird mein Tod bedeuten. Zwangläufig. Ich werde gejagt, Digga. Warum werde ich gejagt, Digga? Ich habe doch gar nichts mit euch Nitten zu tun, Digga. Der hat nicht mehr viel. Der andere Naruto hat ganz, ganz wenig. Hä, warum ist er wieder voll, Digga? What the fuck? Hey, ich schwöre, die haben sie doch nicht alle, Digga.
Ich bin direkt in die Ult, in das Ultra-Rasengarn reingelaufen. Du Kleiner, ich hab ihn gleich. Nein, er ist in die Kugel gegangen, Digga. Er ist ein Zentimeter vor zuerst tot. Hab ihn. Ich weiß nicht, ob ihr so hinbekommen könntet, die mir helfen. Beste Aussage auf jeden Fall. Das war mal richtig, das war mal ein sehr traurig angelehnter Abgang, Daniel. Ja. Ich helfe dir gerade. Aber Nagato hat sich eine Sekunde kurz unsichtbar gemacht. Das ist halt so ein Uzumaki. Unendlicher Himmel. Ach, weißt du, ganz ehrlich, reicht jetzt auch wieder, ne? So. Einfach meine Ulti gemacht. Ja, hab ich gemerkt, damit hast du mich gerade gerettet, Digga. Ich bin noch nicht mal in deiner Nähe, aber ja. Das war's nicht, der mich gerade gerettet hat mit der einen Ulti. Aber ich helfe dir doch gerne. Ah, die sind gequittet, Digga, der eine von denen wir sind. Oh Mann, dieser Ushia Lichthof tanzt, Digga. Meine Fred! Bam! Jetzt bist du dran, Daniel. Wenn du Gokami Götz oder so hast, dann wäre nett. Ich hab kein Gokami Götz. Ja, dann mach das vielleicht auch so. Hast du gerade versucht, ihn durch die Erde zu treffen? Ja, das ist intentional, aua. Jutsu geht durch die. Geht durch das die geht? Wände. Ja, das geht. Ist genauso wie der Wasserdrache. Wie OP, Alter, what the heck? Mhm. Gobirama und Inu, Alter. Das ist ein süßes Charakter. Oh, oh. Nicht auf mich, danke. Unser armer Teammate. Nicht. Unser armer. Aua. Ja, er ist ein Kurama. Was ist denn? Nee, der war nicht ein Kurama. Der hat sich kurz geheilt nur. Oh, nee. Also jetzt will auf jeden Fall der Shisui wieder Gött von mir. Das finde ich gar nicht nice. Nicht mit mir, mein Freund. Es muss nur noch einer von denen sterben, ne? Och, Junge. Ja, ich versuche halt den Shisui davon zu bekommen, aber... Aua. Kein Problem. Und das war's gleich mit dem Shisui. Ein HP. Ein frickin' HP. Ein frickin' HP! Hab ihn mit dem letzten Kunai. Perfekt. Ich bin wieder top dabei, Digga. Es läuft wie am Schnürchle. Ich hab mich so langsam wieder eingeaimt. Ja, Digga. Bis das in diesem scheiß Heldenfest, die bei mir noch passiert, Digga. Und bin ich gefühlt tot. Ja, schaffst du schon. Ich will wieder mein Fernkampfbild spielen. Ja, könnt ihr kurz nachschauen, welche Top 10, also der 10. Platz von Ino ist. Das ist jetzt sein Ziel. Sein Ziel ist es einfach, Ino-Weltmeister zu werden. Krasses Ziel, du. I will never forget you. Achso, ich habe meine Musik ja gar nicht mehr. Ach, ich übertrage ja auch gerade.